zurück nach Spanien wieder. Nun gehen wir zum Bienenhaus, der Farm für die Zucht von Queens der iberischen Bienen. Die Bienenstöcke werden aus den Pyrenäen gebracht, wo die Bienen die Sommerhitze abwarten. Hier, im Tal des Flusses Ebro, stehen sie bis zur Blüte von Mandeln, Mandarinen und Orangengärten. Jetzt gewinnen sie an Stärke. Und danach werden sie in Familienpädagogen aufgeteilt und die Kerne, in denen unfruchtbare Königinnen gegeben werden. Jetzt ist es eine technische Pause in der Produktion von Queens. Es gibt keinen Nektar in der Natur, so haben alle Bienenstöcke Fieder mit Sirup innen. Und wegen des Sirups können wir die Bienen sehen, die in ihren Bienenstöcken arbeiten. Unser Ziel ist es, den Status der Familien im Herbst, in Abwesenheit der natürlichen Honigernte, bei positiven Tagestemperaturen und bei der Fütterung der Bienen mit Zuckersirup zu überprüfen. Wir überprüfen den Zustand der Familien mit unserem Gerät. Wir wollen wissen, wie die Bienen arbeiten. Im Prinzip arbeiten alle Familien. Das Einzige, was wir nicht mögen, ist die Abwesenheit von Thermoinsulation zwischen dem Dach und den Rahmen, was zu einer Überhitzung der Nessel sucht im Sommer. Das Dach besteht aus Zinn und dünnem Sperrholz. Hieveeingänge sind sehr klein. Hieves leicht überhitzen, auch im Herbst. Im Allgemeinen sind alle Bienenstöcke, die wir sehen, Belüftung und Arbeitszustand. Wir haben etwa ein Dutzend Bienenstöcke ausgecheckt. Sie haben alle etwa die gleiche Bedingung Arbeitszustand der geringen Kraft. In einigen Familien gibt es Überhitzung. In einigen der Bienenstöcke. Die Kraft der Belüftung ist sehr niedrig. Wahrscheinlich ist es genug Luft in den Nesselsucht. Weil die Nesselsucht haben unterschiedliche Anzahl von Frames und Bienen. Wir werden weiterarbeiten. Wir werden mindestens 2-3 Dutzend Familien überprüfen. Wir denken, dass wir keinen großen Unterschied zwischen den Familien sehen werden. Alle Familien sind ungefähr gleich. Aber wir können schon sagen, dass wir mal wieder das Gerät überprüft haben. Die Diagnose ist absolut ausreichend. Absolut auf den Stand der Familien abgestimmt. In allen Familien Apifox Auditor zeigt das Vorhandensein von Lüftung von unterschiedlicher Kraft und das Vorhandensein von normalen Arbeit im Zusammenhang mit dem Zaun von Sirup aus den Anlegern. Die Stärke der Arbeit ist unterschiedlich und sie hängt, anscheinend, von der Anzahl der Bienen in den Familien ab. Wir öffneten ein paar Bienenstöcke. Wie wir bereits sagten, entsprechen die von der Vorrichtung ausgegebenen Diagnosemeldungen vollständig dem Zustand der Familien. Arbeitszustand aber mit minimaler Kraft. So beenden wir unsere Messungen. Anscheinend macht es keinen Sinn, weiterzumachen. Die Bienen fliegen herum. Alle Nesselsucht sind in Arbeitszustand, haben keine Probleme mit den Königinnen.
haben eine minimale Belüftung, die mit einer leichten Überhitzung der Nesselsucht einhergeht. Und nur eine sehr starke Familie hat eine Belüftung, die mit der Sirupbearbeitung verbunden ist. Die restlichen Familien nehmen sie Sirup als Nahrung nur. Großes Werkzeug, das Apivox Auditor ist, erlaubt, ausgezeichnete Ergebnisse zu erhalten. Aber wie immer.